Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, ich bin immer noch hier in, ich wollte gerade Guardia Alpha sagen, aber das ist das falsche Game. So, wir wollten ja letztens hier runter und den Langreichchen mitnehmen, ne? Okay, dann würde ich sagen, da hier auch viel, hier ist auch eine verdorbene Zone, das können wir eigentlich, wir können einfach hier unten mal kurz durchreisen, während wir hier hoch wollen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, so. Wollen wir auch den Langreichchen mitnehmen? Ja, die verdorbene Zone nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Welches Level ist das? Das ist Level 20, siehst du mal. Und hier ist auch ein Banditenlager, Torlande. Okay, können wir auch mitnehmen. Ja, okay, dann gehen wir hierher. Ja, machen wir. Ja, schnelles Paket. Rein damit. So. Ich glaube, bei dem Banditenlager Torlande, der wartet, glaube ich, sogar Neil auf uns. Kann das sein? Ach, könnte man ein Banditenlager noch zwischendurch auch noch schnell machen. Weil man muss ja auch nicht nur die Hauptquest die ganze Zeit durchziehen. Ist ja auch ein bisschen doof. Aber wir wollen auf jeden Fall auch die Hauptquest im Fokus behalten. Fokus. ach schön. Ich bin mega interessant, wohin sich diese Story entwickelt wird. Ich meine, die Entwickler von Horizon Zero Dawn, also Guerrilla Games, haben ja auch schon angekündigt, dass es Add-ons geben wird, in denen es mehr um die Geschichte von damals gehen soll. Dass man da noch ein bisschen mehr herausfindet, wie jetzt, weil wir wird ja noch ein bisschen angeschnitten, was damals passiert ist. Was genau zu der ganzen Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, was dazu geführt hat, das wird ja nur ein bisschen so am Rande angeschnitten. Und ja, die DLC soll mehr enthüllen. Ich weiß nicht, wann genau DLCs kommen, aber das, welche kommen und das, welche in der Entwicklung sind, das haben sie schon fix angegeben. Also, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Wir werden ja noch viele, viele Folgen hier in der Welt verbringen. So, hier sind wir. Wo ist denn das? Ups. Wo ist das Banditenlager Torlande? So, dann werden wir... Wir können auch die Quest markieren. Haben wir doch eine Quest, oder? Haben wir da? Ja, haben wir eine Quest. Toll, alle. Hier, so. Stufe 12. Ach, easy. So. Okay, ich glaube, das ist Stufe 12. Da können wir einfach reinmarschieren, oder? Da brauchen wir, glaube ich, keine Rücksicht nehmen auf irgendwas. Ist das Heilende? Das ist Eis, glaube ich, ne? Ja, okay, war Eis. Da ist Heilungszeugs. Nehme ich auf jeden Fall mit. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Oh ja, auf jeden Fall. So, muss ich da irgendwie Rücksicht nehmen auf Heilung oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich kann da einfach reinmarschieren, ne? So, kann leichte Konzentration, wenn wir MLG-haft reinmarschieren. Wo sind denn die Leute? Hallo, ich bin da! Lager ausgestorben? Ein Alarm. Sie dürfen ihn nicht erreichen. Natürlich, ist mir doch egal. Ich habe noch keine Chance. Hey, wo sind sie? Hä? Was? Ach, hey. Hi, Neil. Wie geht's dir so? Alles gut? Vielleicht ist das hier nur noch ein Vorsprung. Dann mal los. Alter. Lass doch die Scheiße. Das war easy. Aua! So. Nee. Wo seid ihr denn, Leute? Hä? Ja schon, warum treffe ich den denn nicht? Mach doch euer Kacksignal an, es sollen mehr Leute kommen. Wo sind die denn? Mann, ich kann doch nicht durchballern, Leute. Kommt doch her hier. Och geil, keine Munition. Hä? Wo sind die hingeflogen? Ah, nachcraften, okay. So weit komme ich nicht. Ich verschwinde. Kann ich da nicht runterspringen? Gemeinsam angreifen! Aua! So, ist down. Sehr schön. Grünes Zeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Wüstenglas. Joa, kann man verkaufen. Wo kam der Schuss her, bitte? Hi, Neil. Wie geht's dir so?
Will hier wieder rein, Leute! Mann! Hey, komm mal rein, ne? Komm ich hier rein? Ja, sehr schön. Leute, ich bin back! Leute, wollt ihr spielen? Hallo? Ja, nix Suche abbrechen, bin gerade erst gekommen hier. Grünes Zeug. Dankeschön! Ja, ich hab dich auch. Hi. Wer will das nächste spielen? Noch auf der Suche nach mir. Ja, hallo, ich bin doch hier am Hauptplatz, beim Lagerfeuer. Komm doch her. Ja, was ist da so schwer? Nee. Kleiner Raufbold, du. Ernsthaft jetzt? So, down. Der hat wieder grünes Zeug, finde ich sehr geil. Mal nachheilen, sehe ich gerade. Neil, hast du eine Ahnung, wo die anderen Tutis sind? Scan mal durch. Wir sind Gefangene, die wir die rein theoretisch befreien können. Ja, machen wir einfach mal. Hi. Ich öffne euren Käfig. Einen Moment. Ich hole euch da raus. Kein Problem. So, Nummer 1 ist frei. Aber nur Nummer 2 auch noch. Hallo, Nummer 2. Hä? Kann ich den nicht befreien? Seid ihr bereit für die Freiheit? Ja, sind sie wahrscheinlich. Die werden später tanken. Wo sind denn die Tutis? Was fehlt denn noch? Erledige Banditen. Wo ist denn noch jemand? Die sind doch alle tot. Banditenlager-Alarm. Da hinten. Leute, habt ihr die Party verpasst, oder wie? Habt ihr die Einladung nicht bekommen, oder was ist hier los? Wo sind sie denn jetzt hier? Na gut. Hier drüben. Fernänderung. Klappe beide. Danke. Ah, der da drüben kommt auch noch. Hi. Klappe. Haben wir's? Nee. Neil, hast du eine Ahnung, warum die alle so verplant sind? Da drüben ist noch einer. Ich meine, das müssen die doch mitkriegen, wenn wir hier den kompletten Stamm auseinandernehmen. Da haben wir noch einen kleinen Tutti. Alter. Der ist komplett Brain AFK. So, das war's mit dir. Haben wir's? Jetzt haben wir's. Sehr schön. Easy. Banditenlager Torlande. Haben wir eingenommen. Was du für einen Rucksack. Reines Interesse. Kann ich mit dir handeln? Ja. Easy. Du hast Kaja Kriegsbogen nicht. Okay, das ist kein Kaja. Die hätte ich aber auch gerne, die Schattenschleuder. Oh, ah, damit haben wir ja noch nie gekämpft. Kristallgeflecht. Will ich haben, danke. Ja, sehr selten. Das packe ich auf den Rassler. So. Warte, dann verkaufe ich dir noch hier ein paar Sachen. Zünder. Da komm. Kriegst du 100 Stück. Kriegst du 100. So wenig ist der Shit wert? Dann gebe ich dir nicht 100. So, hier kannst du 14 haben. Ich dachte, das kriege ich voll gut Geld und so. Aber nein. Nein, nein, nein. So, Draht kannst du auch 25 haben. Hier, so, bitteschön. Davon kannst du auch 17 haben, bitteschön. Wie viel Geld wir einfach haben, das ist so schön. Davon kannst du auch was haben. Suchen wir mal ein Pack zu behalten. So. Davon kannst du auch welche haben, bitteschön. Alter, das ist voll viel wert. Alter! Ich die 50 hier noch verkaufe. Ach du Scheiße. Das kannst du auch haben. Ja, bitteschön. Sieht schon wieder auf über 800. Das ist unglaublich. Das kannst du auch haben. Das kannst du alles haben, den ganzen Plunder hier. Ja, verkauft sich auch ziemlich gut. Okay, das müssten wir nicht anders verkaufen können. Egal. Das hat schon wieder auf 1000 oben fast. Das Wächterherz behalte ich erstmal. Alles klar. Kann ich den sockeln? Kann ich da ein paar Perks draufhauen auf die Schleuder? Waffenmodifikationen. Hier. Nice! Handhabung. Gönnen wir uns auf jeden Fall drauf. Eis. Schock, Schock. Eis, Schock, Schock. Aha, aha. Okay. Ich würde aber trotzdem irgendwann noch Schaden oder so gern draufkriegen. Und auf den Kriegsbogen mehr auf Schock und Eis gehen, weil. Hier lernen wir mal testen. Alter.
Nee, ich will kein Tutorial. Nee, pfui. Was haben wir denn hier? Alter, das fliegt ja nicht wirklich weit. Ach so, fliegt weiter. Alles klar. Oh. Ah. Und das ist dann Eis dagegen, ne? Kann ich das wieder abkühlen? Ah, sehr geil. Nee, das wollte ich nicht. Rein aus Interesse. Kann ich? Nein, schade. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich kann da 3 Kugeln auf einmal laden. Schade eigentlich. Okay, dann haben wir jetzt auch so eine Schleuder. Sehr schön. Feuerbombe. Eisbombe, Schockbombe. Sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Ich würde gerne auch auf die Schleuder hier Schaden drauf kriegen. Das ist so ein Schadensorb. Ja. Hätte ich noch Bock drauf. So, wo müssen wir denn hin? Was haben wir denn als nächstes auf der Agenda hier? Das haben wir alle erledigt. Dann gehen wir hier zu verdorbenen Zonen noch schnell. So. Testen wir das mal. Dann können wir noch schnell machen in der Aufnahme. Hier haben wir ja ein bisschen eine längere Folge, aber das kann man durchaus mal machen. Ah. Aua! Da gucken wir kurz auf die Aufnahme und nicht auf das Spiel selbst. Wir sind ja gerade erst bei 11 Minuten. Okay, dann können wir das auf jeden Fall machen. Kein Problem. So, nee. Wir holen uns die verdorbene Zone. Wo ist die denn? Da drüben. Okay, verdorbene Monster. Verdorbene Monster, sag ich schon. Verdorbene Maschinen sind ja mega anfällig für Feuer, oder nicht? Können wir, glaube ich, mal unsere Bombe hier einsetzen. Wie sie die Bombe in der Hand trägt. Wie geil. Schön. Das ist Heilung, finde ich gut. Kann man gebrauchen, auf jeden Fall. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Was ist das denn hier? Da klettert Verderbnis den Berg hoch. Wieso ist hier Verderbnis? Der Trampler, der lässt mich doch hier in Ruhe, oder? Obwohl, nee, für den Kriegsbogen haben wir einen Trampler jetzt gebraucht. Also holen wir uns einen Trampler. Stärke Feuer, Schwäche Abriss. Alles klar, wenn er Stärke Feuer hat, dann werden wir wahrscheinlich Eis draufhauen. Und ich habe ein Problem, da werden alle 3 Trampler auf mich losgehen gleich, ne? Ach, scheiße. Wenn alle 3 Trampler auf mich losgehen, habe ich ein Problem. Aber ich komme hier drüber, ne? Okay, dann können wir das riskieren. Ja. Ist eingefroren, finde ich sehr geil. Scan den einfach mal. Okay, auf die Hörner, alles klar. Alter, das macht gut Schaden, das macht fucking Schaden. Sehr geil. Ich bin über East down. East down. Wenn diese Maschine angreift, rammelt sie alles nieder, was ihr in den Weg kommt. Shit. Ah, ich krieg das selbst Schaden. Alter, geh doch weg hier! Kein Bock auf euch! Alter, Eis macht aber doch ganz gut Schaden. Alter! Down. Nice. Die Bomben lohnen sich ja echt mega. Wie geil. Ich brauche ein Trampler-Herz, verdammt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Munitionsbeutel. Okay, dann machen wir den letzten auch noch schnell, oder? Ja, komm. Hallo, ich bin hier. So weit komme ich, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ich glaube, ich bin sicher. Nee, ey, Leute, ich kann den Teufel dran. Komm her! Oh, shit! Nachcraften! Oh, shit! Oh, shit! Ich muss den freezen! Er ist gefreezed! So, jetzt kommen wir drauf. Jetzt können wir Schaden machen. Oh shit! Hey, du hast gefreezed! Aufzuschlagen! Alter! Ich vergesse immer nachzukraften, das ist unglaublich.
Ich will ein Krampler-Herz, verdammt! Hä? Kann ich den nicht... Ich kann den looten. Herz! Leuchtendes Geflecht. Ich will ein Trampler-Herz, verdammt. Denn für ein Trampler-Herz gibt es einen Kriegsbogen. Beim Händler. Kriege ich auf jeden Fall auch die Scherben mit, alle. So. Gibt es da wieder verdorbene Trampler bei der verdorbenen Zone? Das wäre sehr nett von dir. Würde ich gerade mega begrüßen. Ich hatte immer Schiss vor den Trampler, weil die so stark ausgesehen haben. Aber im Moment sind wir schon so gut ausgerüstet, dass wir sagen können, ja, Trampler, easy. Ja, komm, her. Ja, rein ins Mull. Verdorbener Trampler. Wie ich es einfach wusste. Verdorben heißt Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Feuer. Drauf. Bam. 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 Und drauf. Okay. Der hält deutlich mehr aus wie der normale Trampler. Aber den kriegen auf jeden Fall auch klein. Oh, fuck. Ach du Scheiße, es ist explodiert. Da kommt einer! Nein, nein, Langbein! Oh shit, Langbein. Langbein habe ich ein Problem. Beim Langbein habe ich ein Problem, wie gesagt. Ach du Scheiße! Fucking Krampler! Alter, Verderbnis macht mich langsamer. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ah! Ach du Scheiße. Ich versuche die zu freezen. Doch her hier! Wollen sie nicht, okay. Harry, die Klappe hier! Kannst auch nichts. Sei Langbein, du! Ach du Scheiße! Wo ging jetzt ein Langbein nochmal empfindlich? Für Schock, okay. Und jetzt natürlich auch für Feuer. Hä? Ach, Croft. Hör auf mit deinen dreckigen Druckwellen. Easy. Liebt der Trampler jetzt eigentlich noch? Alter, diese dreckigen Druckwellen! Langweilig sind so assi wegen den Druckwellen. Du kriegst auf jeden Fall nochmal ein bisschen Feuer hier reingeballert. Damit du auch schön brennst. Alter, jetzt hört doch auf mit deinen dreckigen Druckwellen. Das ist uncool. Alter. Die Druckwellen fucken so ab, ne? Alter, jetzt hört auf mit deinen dreckigen Druckwellen, verdammte Scheiße. Boah. Ihr wollt mich doch echt. Der hat noch ein Horn. Ist nicht geil. Es läuft doch nicht weg hier. Ach Scheiße. Wir haben auf jeden Fall wieder Feuer am Start. Und zwar Vollfeuer. Alter! Ich hasse diese scheiß Druckwelleneffekte! Jetzt brennen doch hier! So, jetzt brennen sie beide. Wie die sogar fast komplett an dem Feuer sterben. Das ist richtig. Ja, ich habe keine Munition! Kühlbehälter. Das war's. Verdammte Scheiße. Tramplerlinse. Ich brauch keine fucking... Ich brauch keine Linse, ich brauch ein Herz. Schadenspule, Mann. Bau doch nur ein fucking Herz.
Der soll gleich brennen, verdammt! Ich hau dir mal die Behälter runter, weil dann solltest du gleich tot sein. Ist tot, sehr schön, finde ich gut. Okay, du brennst noch nicht, finde ich nicht geil. Hi! Aua! Jetzt brennt er wenigstens, sehr schön. Ich hau dir mal die Kühlbehälter weg hier. Aber da ist da nichts gegen. Nein, pfui. Lege weg, bitte. Lass die Kühlbehälter ziehen. Nice, verdammt, die Zone abgeschlossen. Nice, sehr schön. So. Wir haben aber, soweit ich das gesehen habe, noch immer kein Trampelherz bekommen, ne? Mann, haben wir ein Trampelherz mittlerweile? Ich weiß es nicht. Nein. Was ist das für ein Herz? Wächter, ne? Wächter. Ich war ein Trampelherz, verdammt! schade, schade Schokolade. danke, dass du die spawnst und ich nicht aufsammeln kann. So, wenigstens gibt es gut Metallscherben hier. 956 haben wir schon wieder. Sehr schön. Geht auf jeden Fall voran. Ach, der Kaktus hat Metallscherben. Ach so, okay. So. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier? Alles klar. Okay, dann gehen wir wohl hier hoch zum Langhals. So, aber Leute, ich würde sagen, diesen Langhals werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Da geht's wieder auf den Langhals. Ich freue mich. Ah, schön. Für ein lustiges Jump'n'Run. Leute, ja, Elo, ich weiß, es ist heiß und sehr staubig hier gerade. Aber egal. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Blümchen sammeln. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, lasst eine Bewertung da, schreibt ein nettes Kommi und Kritik und Pipapo in die Kommis. Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hört einfach nicht auf. Ja, Aloy, ich hab's ja auch schon angemerkt. Ciao, Leute.